In diesem Video schauen wir uns ein paar Ausschnitte an aus unserem Wing Chun Training. Genau gesagt, wir zeigen 5 Drills vor und den letzten Drill werden wir dann auch am Schluss noch etwas genauer herzeigen. Also dranbleiben bis zum Schluss. So, jetzt schauen wir uns diesen letzten Faxo-Drill etwas genauer an. Also genau diesen Drill hier. Das, was wir hier gerade gemacht haben. Also wir steigen ein. Er greift mich hier an mit einem Fauststoß. Einfach hier so gerade. Bei mir entsteht dadurch ein Tanzer. Ich verforme sofort die Hand auf Lapsa, mache jetzt keinen Fauststoß. Wenn ich hier einen Vorstoß mache, könnte er hier einfach mit Tanzer zum Beispiel auch abwehren, wir stehen so da. Ich komme aber hier rund mit einem Faxer. Wenn er hier einen Tanzer probiert, werde ich ihn ganz leicht eindrücken, wenn er hier im Stand so stehen bleibt. Das heißt, er muss sich richtig so rausdrehen, hier auch einen Schritt machen, damit er das abwehren kann. Und er muss auch die Schulter hier etwas nach vorne gehen, weil wenn er das nicht tut hier, wenn die Schulter so hinten ist, könnte ich hier mit dem Ellbogen rein. Das heißt, er sichert hier ab mit Tanzer und mit Schulter gleichzeitig. So machen wir es noch einmal. Hier Tan, Faxer. Jetzt macht er es. Ich mache es auch so. Wenn ich nur so abwehre, kommt er mit dem Ellbogen rein. Das heißt, ich muss so abwehren. Nicht zu viel drehen, weil dann wird er in den Rücken gelangen. Gerade noch so, dass ich ausgerichtet bin, aber das hier schön aufnehmen kann. Ich ziehe, auch wenn er hier hält, selbst wenn er hier festhält, ich ziehe er so hinunter, mache den Faxer. Das heißt, wenn er hier festhalten würde, hätte er einen Nachteil, weil ich dann schneller bin. Deswegen lässt er hier sofort aus, sobald ich das mache. Jetzt macht er es noch einmal. Wir können das auch hin und her machen. Ich drehe mich ein, greife an. Eindrehen, angreifen. Eindrehen, angreifen. Irgendwann mache ich das hier. Dass ich hier einen Paxer mache und so einen aufsteigenden Faxer. Das ist eigentlich hier eine Technik aus der Beauty. Er aber macht hier sofort, spannt er den Latern, macht einen Quatzer-Vorstoß. Es geht meine Wusa entgegen, Bonsa, ich drehe mich, mache Faxer hier. Er hält mich auf, dieses Mal mache ich gleich so meinen Faxer und greife mit einer Busa an und mit Chengsa. Das ist also jetzt eine Kombination aus der 6. Sektion Chisa und aus der Beauty. Also noch einmal, ganz langsam. Tanzer, Faxer. Er greift an. Lapser, Faxer. Jetzt Paxer, aufsteigender Faxer. Quatzer, Bonser, Lapser, Faxer. Buser, Chengsa. Mal von der anderen Seite. Natürlich kann man das Ganze auf beiden Seiten trainieren, ist klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
hier der Ausstieg. Von da könnte ich zum Beispiel mit Kettenvorstößen weitermachen.